Hallo, grüße euch, Paraguay Live. Ich bin der Pitt und heute sprechen wir über den Titel. Ja, also Grundstückskauf und Titel. Viele sind von euch sicherlich interessiert, man spricht viel davon und kaum jemand weiß, worum es geht. Also bleibt dran. Also viele von euch fragen eben nach dem Titel, was natürlich bei den Grundstücken oder grundsätzlich bei den Immobilien hier in Paraguay sehr wichtig ist. Was ist das ja überhaupt? Also danke für eure Fragen. Ich versuche es in diesem kurzen Video, euch die Frage zu beantworten und etwas Licht ins Dunkle zu bringen. Okay, also falls ihr Interesse habt, bleibt natürlich dran. Ich versuche mich kurz zu fassen, damit ihr auf jeden Fall wisst später, worum es geht und worauf ihr achten müsst. Okay, also bleibt dran. So, also es gibt logischerweise Grundstücke, wie zum Beispiel unser Grundstück. Ja, also es ist, sage ich mal jetzt, physisch gesehen ein Stück Land. Das kann man sich sicherlich gut vorstellen. Ja, und dieses Stück Land, sei es, ob es 1 Hektar hat, 2, 3 oder 5 Hektar, ob es 1000 Quadratmeter sind, 500 Quadratmeter oder auch 1000 Quadratmeter, spielt letztendlich gar keine Rolle. Wichtig ist, dass dieses Stück Land als Beispiel einen Titel hat. Und da werde ich euch irgendwo optisch, visuell versuchen, es zu erklären. Also viele von euch sicherlich haben schon in Deutschland auch von einem Grundbuch gehört. Und das kann man ungefähr jetzt zu einem Titel hier in Paraguay vergleichen. Okay, ganz kurz. Nehmen wir mal an, das ist euer Grundstück. Ja? Oder der Eigentümer besitzt ein Grundstück, ich sage mal, von 2000 Quadratmeter als Beispiel. 40 Meter auf 50 Meter, 40 Meter und hier wiederum 50 Meter. Ja, also sage ich mal, 40 auf 50. Das ist das Grundstück, worum es geht. Hier sind die 2000 Quadratmeter zu viel und ihr möchtet das Grundstück teilen, beziehungsweise der Eigentümer soll es tun. So, dazu, zu dem ganzen Grundstück gehört ein Titel. Ja, also sowas wie ein Grundbuch. Also man muss es einfach zusammen sehen. Das Wichtigste ist, bitte, zu jedem Grundstück, zu jedem korrekten Grundstück gehört auch ein Titel. Ja, und in diesem Titel sind ungefähr, nicht ungefähr, aber ganz wichtig, sind die Daten eingeschrieben. Und das Wichtigste, was es drin steht, ist, wem das Grundstück gehört. Ja, das heißt, logischerweise in diesem Titel muss der Grundstückseigentümer drin stehen. Logischerweise, okay? So, das ganz kurz erklärt. So, zu einer Teilung, genau wie in Deutschland, in der Schweiz oder in Österreich, gehören natürlich mehrere Punkte, die erfüllt werden müssen. Dazu gehört unter anderem ein Vermessungsingenieur, den wir rausschicken auf das Grundstück und der muss das Grundstück auch vermessen. Bitte wundert euch nicht, wenn die, ich sag mal, die Fläche, die ja, in eurem Titel steht oder in eurem Titel, nicht
übereinstimmt mit der tatsächlichen Fläche, die sich nach der Vermessung ergibt. In Paraguay haben die Leute früher, so wie in Polen, ich denke in Deutschland früher ja auch, also so Pi mal Daumen gemessen. Und deshalb ergeben sich natürlich doch ab und zu schon mal gewaltige Unterschiede, okay? Aber nochmal zu der Teilung und zum Eigentumsnachweis. Was ist wichtig? Der Titel muss da sein. So, also, das Grundstück habt ihr da, ja, im Ganzen. Und der Titel ist ja auch da. Das ist erstmal die erste Voraussetzung, damit das Grundstück überhaupt gekauft werden kann. Also in korrekter Weise. Lasst die Finger davon, wenn die Grundstücke keinen Titel haben, weil dann zahlt ihr euch dumm und dämlich, entschuldigt, aber so ist es. Ich bin ja immer offen und es bringt nicht. Und es dauert und dauert und dauert. Und da kostet eure Zeit, euer Geld und eure Geduld irgendwann mal. Ist ja zu Ende und das muss ja nicht sein, okay? Also nochmal, Grundstück und dazu gehört ein Stück Papier, was wir einen Titel nennen. Ja? Also sage ich mal ein Grundbuch. So, was machen wir dann? Der Vermessungsingenieur fährt aufs Grundstück, jetzt ganz kurz. Tut das alles vermessen, das ganze Grundstück und teilt euer Stück weg. Selbstverständlich bleiben die physisch ja zusammen. Man kann die nicht auseinanderziehen. Aber es wird komplett die Fläche vermessen, plus natürlich euer Inspektstück Land. So, der Titel, ja, bleibt erstmal bei dem alten Grundstück. Okay, also müsst man es nicht falsch verstehen. Das heißt also, das, was ihr rausgemessen habt, mit der Hilfe des Grundstücksingenieurs oder Vermessungsingenieurs besser gesagt, muss dazu einen neuen Titel, also ein neues Grundbuch gemacht werden. Aufgrund des alten, in Anführungszeichen, Titels. Okay? Ich denke, soweit, so gut, man sollte sich schon miteinander verstanden haben. Nur weil es manche nicht ganz verstehen. Und deshalb sage ich immer wieder, der Titel, also Eigentumsnachweis oder auch Grundbuch, wie auch immer, ja, ist die Voraussetzung, um das Grundstück überhaupt zu erwerben. Okay? Damit ihr später keine Probleme habt. Aber es heißt doch lange noch nicht, dass ihr dadurch keine Kosten habt. Nein. Das ist erstmal der erste Punkt, wo man überhaupt sagt, okay, das Grundstück kann ich in Ruhe erwerben. Okay, so. Da kommen nämlich die zusätzlichen Kosten von Vermessungskosten, ja. Es müssen auch die Grenzsteinpunkte gesetzt werden. Grenzsteine als solches müssen gemacht werden und die ganze komplette administrative Arbeit plus natürlich der neue Titel, also das Stück Papier in Anführungszeichen, was auch teuer ist, muss komplett neu gemacht werden. Und da liegt ja das Problem, dass viele praktisch es nicht verstehen, dass es nicht nur alleine Erwerb des Grundstückes ist. Das ist der erste Schritt, aber der zweite Schritt ist logischerweise auch. Man sollte nicht aus den Augen verlassen, dass auch zu jedem Grundstückskauf auch Nebenkosten dazugehören. In Deutschland war es auch ja nicht anders. Es waren Grundstücks- und Notarkosten. Das lief ja sicherlich etwas besser, etwas schneller, etwas genauer. Hier in Paraguay ist ja etwas anders. Aber ihr müsst das einfach mal akzeptieren, sonst anders funktioniert nicht. Ja? Also ich habe mich, dann habt ihr kein Problem. Und sonst habt ihr womöglich viele Probleme. Also, ganz wichtige Sache. Ihr müsst euch auf mich, auf unser Team verlassen. Dafür haben wir so viele Jahre gearbeitet und ein Team zusammengesetzt, was auch korrekt zusammenarbeitet. Ja? Also lasst uns mal in Ruhe arbeiten und ihr habt daher und später gar keine Probleme. Okay?
Also die kompletten Kosten hängen natürlich auch von der Grundstücksgröße, von der Grundstückslage ab. Auch gehören auch viele Faktoren dazu. Also ich sage mal, auf der sicheren Seite für euch bitte, rechnet doch für die ganzen Nebenkosten, wenn es natürlich noch Maklercottagen zu bezahlen sind, bei unseren Grundstücken, also zum Beispiel aus unserem Eigenbestand, habt ihr natürlich keine Kommission oder keine Maklercottage zu zahlen. Es gibt natürlich auch Fälle, wo wir die Grundstücke vermitteln. Ja, von daher sind da 5% des Kaufpreises fällig. Deshalb summa summarum, falls ihr ein Grundstück habt mit Maklercottage, mit den ganzen Nebenkosten, müsst ihr also locker zwischen 10% und 12% des Kaufpreises einrechnen. Ich sage immer wieder, lieber ein paar Euro mehr oder ein paar amerikanische Dollar mehr, wie auch immer, als wenn ihr zu knapp rechnet. Ihr freut sich am Ende der Reise, wenn ihr das Geld irgendwo in der Tasche bleibt und müsst ihr nicht später noch mehr ausgeben. Also so habe ich ja immer gemacht. Also ich hoffe, ich konnte euch da etwas Licht ins Dunkle zubringen und habt ihr vielleicht ein bisschen mehr Übersicht über diese Sachen. Also im Prinzip ist es ähnlich wie in Deutschland, aber die Systeme, die sind doch ganz anders und die Administration, sage ich mal, in Paraguay arbeitet, ich sag mal, etwas langsamer und man ist also nicht so ganz genau wie in Deutschland. Also das müsst ihr bitte berücksichtigen. Deshalb, wie gesagt, einfach sich, was unser Team angeht, glaubt mir das. Also wir kämpfen jeden Tag für euch, damit ihr später keine Probleme habt. Also glaubt uns, ihr könnt euch voll auf unser Team, auf mich persönlich verlassen und wir regeln eure Sachen, ja, von euch allen. Dafür sind wir ja da. Aber kein arbeitet auch umsonst und das ist ja ganz normal. Deshalb berechnet lieber etwas mehr Kosten, als es zu wenig sind. Ja, Grundstücke später könnt ihr immer noch dazu kaufen. Das ist auch kein Problem. Aber lasst uns nochmal die Sachen gut abwickeln. Und falls ihr Fragen habt, wir haben extra noch eine WhatsApp-Business-Linie eingerichtet, wo ihr auf jeden Fall viele Antworten bekommt, direkt von mir bzw. auch direkt von unserem Team. Und ihr könnt euch gerne registrieren. Da gebe ich euch am Ende, zum Schluss des Videos, gebe ich euch natürlich auch die WhatsApp-Nummer, die exakt für diese Sachen bestimmt ist. Okay, also ich denke, WhatsApp hat jeder von euch. Es ist ja kostenlos, also man kann es auf jeden Fall nutzen und man bekommt also direkt die aktuellsten Informationen, sei es von mir oder sei es von unserem Team. Okay, ich hoffe, ich konnte euch damit etwas helfen und gut, man muss einfach verstehen, dass es zwei verschiedene Systeme sind. Ja, auch in Europa oder sprich genau Deutschland, Schweiz, Österreich sieht die Sache etwas anders aus. In Paraguay ist das System etwas anders und man muss es einfach akzeptieren. Ja, man muss es nicht verstehen alles und versuche es gar nicht mal alles zu verstehen. Weil da könnt ihr gleich zu Hause bleiben. Also, einfach etwas Vertrauen haben, einfach auf die Sachen Augen wischen, offen halten. Und ich denke, bei unserem Team seid ihr also auf jeden Fall auf der sicheren Seite und ihr spart zum Schluss auf jeden Fall einen Haufen Geld. Und es lohnt sich auf jeden Fall. In diesem Sinne, bleibt gesund. Sämtliche Fragen bitte unten stellen und auch die WhatsApp-Business-Linie nutzen. Kann ich nur empfehlen und bis zum nächsten Video. Mach's gut.